Du hast ein Startkapital von 2000 Euro und legst es bei Zinseszinsen von 2,5% an. Frage: Wie viele Jahre musst du warten, bis die Summe sich verdoppelt hat? Da es sich hier um Zinseszinsen handelt, können wir selbstverständlich diese Formel benutzen. Aber schreiben wir zuerst auf, was angegeben wird. Angegeben wird das Startkapital, diese 2000 Euro. Der Zinssatz liegt bei 2,5%, also ist klein p gleich 2,5. Und angegeben wird auch das Endkapital, denn man möchte ja, dass diese 2000 Euro sich am Ende verdoppelt haben. Das Endkapital beträgt also 4000 Euro. Gefragt wird die Anzahl Jahre, das heißt klein n. Und wenn wir in dieser Formel Cn ersetzen durch 4000, C0 ersetzen durch 2000 und P ersetzen durch 2,5, so haben wir noch diese Gleichung zu lösen. Gleichung, in der die Unbekannte, dieser Exponent, n ist. Diese 2000, die hier multipliziert, setzen wir an die andere Seite vom Ist-Zeichen, wo sie teilt. Zwischen Klammern steht 2,5 geteilt durch 100, das macht 0,025, plus 1, das macht 1,025. Also stoßen wir auf diese Rechnung, in der wir diesen Bruch noch durch 2 ersetzen können. Wir erkennen hier deutlich eine Exponentialgleichung, weil die unbekannte n als Exponent auftritt. Um solch eine Gleichung zu lösen, kann man beidseitig den dekadischen Logarithmus einsetzen, denn der Logarithmus hat gerade diese wichtige Eigenschaft, dass dieser Exponent n nach vorne springen kann, wo er multipliziert. Wenn man einen Taschenrechner hat, auf dem die Taste LOG vorgesehen ist, das ist der dekadische Logarithmus, dann kann man mit dem dekadischen Logarithmus arbeiten, indem man hinterher diese Formel anwendet. Unser Taschenrechner hat aber nur die Taste für einen beliebigen Logarithmus, wo man also jedes Mal die Basis separat eingeben muss. Deshalb gelingt das hier schneller, wenn man diesen Logarithmus gebraucht. Das ist der natürliche Logarithmus ln, der genau dieselben Eigenschaften hat wie der dekadische Logarithmus. Auch bei ln kann der Exponent nach vorne springen, wo er dann multipliziert. Wir werden hier ln einsetzen, das heißt, wir nehmen den natürlichen Logarithmus an beiden Seiten und somit kann dieser Exponent nach vorne und so stoßen wir auf diese Gleichung. Jetzt brauchen wir nur noch durch ln von 1,025 zu teilen, so. Und diese Rechnung liefert dann den Wert von n. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein. Also machen wir zuerst einen Bruch. Oben steht ln von 2, schließen wir die Klammer, Kursortaste nach unten. Unten steht ln von 1,025, wir schließen die Klammer, ist. Hier steht 28,071. Diese Antwort übertragen wir hierhin. Also muss man 28,071 Jahre warten, bis das Kapital von 2000 Euro sich verdoppelt hat. Die Aufgabe ist beendet.